Da ist sie also endlich, die Battlefield One Open Beta für PC, Xbox und PS4. Gestartet ist das Ganze gestern für die Insider, aber heute geht es dann für alle los und wir haben ein paar Blicke reingeworfen für euch. Es gibt nur eine Map in der Open Beta, zumindest bis jetzt. Einmal den Modus Conquest mit 64 Spielern. Das ist auch wirklich notwendig, denn die Map ist sehr, sehr groß. Hier sind sowohl Panzer als auch Flugzeuge verfügbar und es geht darum, Punkte zu halten. Rush wiederum wird mit 24 Spielern, also 12 auf jeder Seite gespielt und es gibt nur Panzer. Den guten alten Serverbrowser gibt es auch wieder, wenn ihr lieber direkt aussuchen wollt, wo ihr spielen wollt und wo viel, viel Leute drauf sind. Das Matchmaking funktioniert aber sehr, sehr gut. Wichtig ist, es gibt endlich nicht mehr diese Web-Interface-Geschichte von Battlefield 4 und 3 davor. Ein Squad ausgesucht und dann geht es eigentlich auch los. Es ist eigentlich wie immer, wir haben verschiedene Spawn-Punkte, wir können auf unseren Teammates spawnen. Es gibt die klassischen Assault, Medic und Support und Scharfschütze, in diesem Fall heißt der Scout-Klassen. Die sind eigentlich selbsterklärend, wer schon jemals einen Shooter gespielt hat, besonders Battlefield. Man kann diese auch selber individualisieren, aber das kommt natürlich erst später, wenn ihr genügend Waffen habt. So, springen wir mal rein. Wichtig ist hierbei zu bemerken, dass ich zwar auf einem 4K-Display spiele, aber nur in 1080p und in Medium-Grafikeinstellungen, weil es sonst einfach nicht geht. Ihr seht ja oben die Framerate die ganze Zeit laufen und es ist für einen Shooter sonst nicht spielbar. Ob es bald dann mal noch weitere Maps geben wird, ist ja, das ist jetzt noch nicht geklärt. Wir werden das sehen. Die Open Beta wird schon viel gespielt. Es gibt hier diese eine Map, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Ich habe ja mir viele Streams, ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe mir viele Streams angeguckt aus der Alpha, wo nur besondere Leute eingeladen waren. Dort gab es eine sehr viel abwechslungsreichere Map, meiner Meinung nach. Sonst ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Wer Battlefield jemals gespielt hat, der weiß Bescheid. Flugzeuge sind glücklicherweise, da sie eigentlich wohl sehr overpowered sind, noch nicht so overpowered, weil die Leute noch keine guten Piloten sind. Das wird sich natürlich ändern im Laufe der Beta-Phase, beziehungsweise wenn das Spiel dann rauskommt. Im Moment ist es einfach nur so. Es ist ganz lustig, mal von oben was abzustreuen oder auch ein paar Bomben zu werfen. Dadurch, dass auch alles zerstörbar ist, ist das ganz nett. Aber einen guten Piloten zu finden, ist im Moment noch relativ unmöglich. Jedes Squad hat natürlich einen Commander, der dann Order gibt. Das ist alles glücklicherweise nicht anders, als wir es vorher kennen. Die Waffen sind sehr viel unpräziser, als wenn man sich zum Beispiel Battlefield 4 anschaut. Es ist klar, es spielt im Ersten Weltkrieg. Und außerdem haben wir jetzt noch keine großen Perks oder Waffen freigeschaltet. Dafür, dass ihr aufsteigt im Rang, bekommt ihr. Oh, das ist übrigens ein schöner, schöner Glitch. Da sieht man auch, dass es halt immer noch die Beta ist, beziehungsweise eigentlich noch die technische Alpha, die jetzt endlich ein bisschen weiterentwickelt worden ist. Diese Animation spricht ein bisschen Bände. Wie ihr seht, gibt es verschiedene Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge fahren sich unterschiedlich, die Waffen sind anders. Wie ihr seht, gerade mal kurz ein Reiter umgemäht. Reiter sind sehr, sehr overpowered, wenn sie gut sind und sich von hinten anschleichen, können sie mit einem Single-Hit, mit einem Säbel einen umnieten. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Aber insgesamt, das Ganze läuft schon sehr, sehr gut. Die Beta ist ganz klar schon gut balanced. Das können DICE einfach. Und ich würde einfach jedem einfach mal sagen, hey, probiert's mal aus. Es ist zwar nur eine Map und es ist auch, ja,
Es gibt einen unglaublichen Skill-Gap im Moment. Es gibt die richtig guten Spieler und es gibt die richtig schlechten Spieler, so wie mich. Es gibt eigentlich keine normalen Leute. Es gibt wirklich nur welche, die die ganze Zeit alle anderen Leute own. Aber das wird sich wahrscheinlich auch noch ändern. Es ist ja alles noch relativ frisch. Wie ihr seht, alles zerstörbar, wunderbar, zack, einfach durch, mittendurch. Das Ganze ist relativ schnell, aber was ihr niemals machen dürft, ist natürlich einmal über die ganze Map laufen, denn die Punkte sind relativ weit auseinander, besonders im Conquest-Bereich. Ist klar, spawnt direkt im Fahrzeug, spawnt auf dem Squadmate und arbeitet immer zusammen. Denn dann habt ihr auch eine Chance in Battlefield 1. Wir hoffen, dass es jetzt demnächst noch weitere Updates gibt und dass es eine neue Map gibt oder vielleicht das Warbond-System. Man gewinnt Warbonds dadurch, dass man aufsteigt. Das System scheint noch nicht zu funktionieren. Wir haben auf jeden Fall noch nicht gefunden, wie man das machen kann. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern demnächst. Und dann schauen wir immer noch mal weiter rein und geben euch natürlich weiter Feedback und neue Impressionen und neue Infos aus der Open Beta. Jetzt erstmal, es ist kostenlos, es macht Spaß. Für einen PC braucht man ein bisschen stärkeren PC, sonst spielt es auf der Konsole, sowohl für Xbox One als auch für PS4 ist es raus. Habt einfach viel Spaß. Dankeschön, bis dann.